Ja, dann legen wir los. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Und ich weiß ja nicht, was ihr so von Magie haltet, aber heute wird es hier ganz schön, ich sag mal, auch ein bisschen gruselig. Denn die zwei, die hier neben mir sitzen, können was ganz, ganz Besonderes. Das sind Amelie Fantess und Tommy Hallo. Ten. Hallo, ihr beiden. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Hallo und auch an Hallo alle live, die uns zuschauen. Genau. Ihr seid gerade frisch woher gekommen? Wir sind jetzt gerade aus Amerika zurückgekommen, sind da gerade aktuell auf Tournee und sind heute hier für euch. Unglaublich. Ihr wart bei America's Got Talent, richtig? Habt da sogar den zweiten Platz gemacht. Das ist ja einfach mal die größte Talentshow der Welt. Habt einfach den zweiten Platz gemacht, konntet ein kleines Mädchen mit einer Ukulele leider nicht schlagen. Wie war es für euch, dabei Heidi Klum und Co. zu sitzen? America's Got Talent war echt eine coole Zeit. Also es ging ein halbes Jahr lang direkt in Hollywood im Dolby Theater, wo eben auch die Oscars verliehen werden, meistens an die richtigen Filme und Schauspieler. Und es war cool. Also es war wie eine Achterbahnfahrt. Man muss eben jede Woche einen neuen Act, eine neue Nummer präsentieren. Im besten Fall natürlich immer steigern. Man hat um die 16 Millionen Live-Zuschauer jede Woche auf NBC. Man hat eben Heidi Klum, Mel B von Spice Girls, Howie Mandel, ein Comedian aus Kanada, und Simon Cowell, der Erfinder der Show, vor sich und begeistert die eben jede Woche aufs Neue. Ja. Wie war Aber es für dich? Hattest du Angst vor Simon vielleicht? Nein, Angst eigentlich gar nicht. Also auch wenn man die Backstage hin und wieder trifft, sind die encouraging. Also sie machen dir Mut und sie sagen dir auch, dass sie das so toll finden, was du machst. Auch Simon hat gesagt, danke, dass ihr bei der Show seid. So was hat es überhaupt noch nie gegeben bei seiner ganzen America's Got Talent-Karriere. Und das ist natürlich ein schönes Kompliment. Unglaublich. Erzählt mal, wie lange macht ihr das schon und was macht ihr eigentlich genau? Mentalmagie. Ich weiß nicht, was ihr damit anfangen könnt. Ihr müsst es mir mal erklären. Also wir beide machen das gemeinsam circa seit 6, 7 Jahren und seitdem sind wir auch durchgehend eigentlich auf Tour. Und bei der Mentalmagie geht es um Folgendes. Also bei der Zauberei geht es ja meistens um visuelle Sachen, da erscheint was, da verschwindet was. Und bei der Mentalmagie geht es sozusagen ums Köpfchen. Wir haben auch heute ein paar Sachen mit dir und vielleicht auch mit euch vor. Wenn du willst, könnten wir eigentlich eine Kleinigkeit ausprobieren gleich, damit du Sehr einen gerne besseren machen. Einblick hast, was das denn ist. Passt das? Ja, sehr gerne. Nur eine Frage Ja. kurz. Was ist denn jetzt der Unterschied zum Beispiel David Copperfield oder wen auch immer man als Magier sonst so im Fernsehen gesehen hat? Was ist der Unterschied zur Mentalmagie? Es gibt ja verschiedene Sparten in der Magie. Es gibt die Illusionen, wo eben große Dinge auf der Bühne stehen, Menschen erscheinen, verschwinden. Die allgemeine Magie und wo es auch viel um Fingerfertigkeit geht. In der Mentalmagie geht es eher um Gedanken der Zuseher und alles, was sie zum Beispiel in den Handtaschen mit haben, ist für uns auch sehr wichtig. Das ist das Stichwort, nicht wahr? Du hast deine Handtasche dabei, habe ich gehört. Ich Da überreiche kommen wir dir einfach später mal. drauf. Wir beginnen ganz einfach. Ein einfaches Experiment. Hier eine Kaffeetasse, leer, darf ich dir mal geben. Einen Spielwürfel, leer, haha, nee, gebe ich mal hier Ja, rein. ganz normaler. Wir können hier nochmal raufschauen. Tu mal zwei, dreimal am Tisch würfeln, nur um zu schauen, dass Aber. verschiedene Zahlen oben sind. Eine 2, eine 6, Glückspilz. 3. Alles dabei. Alles dabei, ganz Jetzt gib normal. mal den Würfel in die Tasse. Wir machen es jetzt ein bisschen anders. Hand oben drauf. Würfle mal so lange du willst. Kann länger dauern, ja. Okay. Hand bleibt oben drauf. Finger zusammen, nicht, dass man reingucken kann. Amelie und ich, wir drehen uns gleich weg. Okay. Und erst wenn wir uns wegdrehen, guck mal nach, welche Zahl oben liegt. Zeig es noch nicht der Kamera. Auch keinem sagen, keinem zeigen. Nur für dich, okay? Wir drehen uns weg. Okay. Du weißt die Zahl? Ja, ich Gut. weiß sie. Hand ist oben drauf? Hand ist noch Hand ist oben drauf. drauf. Perfekt. Sieh Amelie in die Augen und zähle laut von 1 bis 6 jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also du hast ziemlich schnell gezählt. Das macht es natürlich schwierig. Da muss ich mich echt konzentrieren. Aber ich glaube, es war in deinem Fall keine sehr hohe Zahl. Es war keine 5 und keine 6. Es war so in deinem linken Auge so ein leichtes Zucken. Und ich weiß nicht, ich habe das in der Stimme so ein bisschen gehört. Da war ein bisschen was anders, wo du die 3 gesagt hast. Ich glaube, du hast die 3 gewürfelt. Das ist richtig. Mal Und das schauen. macht mir jetzt schon Angst. Da ist Drei liegt oben. Ja. Ich möchte einmal kurz betonen, dass wir hier nichts vorbereitet haben. Ich habe mich gerade hier hingesetzt, habe die beiden auch erst vor einer Viertelstunde kennengelernt. Es ist nicht so, dass wir was vorbereitet Aber haben. so können eben Frauen Gedanken lesen, Ja, ja. das ist aber auch Du die weißt es weibliche. ja, ne? Ja, ich kann das Weibliche ja eigentlich auch. Ich würde es eigentlich Genau. auch gerne ausprobieren. Darf Ja, ich auch? sicher. Ich probiere es auch nochmal, Schauen okay? wir mal, wie es andersrum ist. Hand oben drauf. Ja. Du würfelst wieder, solange du magst. Sag mal, stopp.
kommentiert Stopp, okay? Wir drehen uns wieder weg. Du schaust wieder nach, welche Zahl oben liegt. Und wieder keinem zeigen. Wenn es wieder eine 3 ist, einfach nochmal würfeln, sonst wäre es ja langweilig. Ach so, ja. Warte mal, ich glaube, es war eine 3. Schau mal nur für dich nach. Du weißt die Zahl? Ready? Kann ich mich umdrehen? Meine Hand ist geschlossen obendrauf. Nämlich du darfst jetzt lügen. Toll, oder? Ach, das ist toll, das kann ich am besten. Ah, ich bin gespannt. Und alle zu Hause dürfen mitraten, okay? Ich stelle dir ein paar Fragen und du sagst immer ja. Alles klar. Egal, ob du lügen musst oder nicht. Verstanden? Ja. Klappt ja einwandfrei. Also, du hast die 1 gewürfelt. Ja. Das ist echt cool. Okay, du hast die 2 gewürfelt. Ja. Stimme ein bisschen höher. Du hast die 3 gewürfelt? Ja. Das war jetzt, also 3 ist ja nicht, das wissen wir ja schon. Du hast die 4 gewürfelt? Ja. Du hast die 5 gewürfelt? Ja. Du hast die 6 gewürfelt? Ja. Okay, das war übertrieben. 6 war auch. Bleib einfach bei ja, du hast 1 gewürfelt. Ja. Du hast 2 gewürfelt. Ja. Du hast 1 gewürfelt. Ja. Du hast 1 gewürfelt. Ja. Du hast 1 gewürfelt. Ich glaube, ich hab's. Du hast eindeutig die 2 gewürfelt. Stimmt das? Ja, das stimmt. Mal schauen. Ja, ist ja richtig. 2 Unglaublich. Ganz kurz nur, du hast jetzt einmal eine 2 und einmal eine 3. Was ist denn dir lieber, 2 oder 3? 2. 2. Ich notiere mal nur für später die Nummer 2. Vielleicht kommen wir da noch drauf zurück. Okay, mal sehen, was ihr damit noch vorhabt. Also erzählt mir mal ganz kurz, ihr seid nicht nur auf der Bühne ein Pärchen, ist das richtig? Das ist richtig. Wir sind auch, also ich muss dazu sagen, vorher kam die Arbeit. Yeah. Das heißt, vorher sind wir auf der Bühne ein Pärchen gewesen und dann 2 Jahre später auch privat. Ja, irgendwann, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, das kann man schon nachvollziehen. Seid ihr verheiratet? Nein. Noch nicht. Noch nicht. Okay. Erstmal die Karriere, dann der schöne Alltag in der Hochzeit, richtig? Genau. Ach, cool. So, ihr habt hier nämlich auch einen Zauberstab mitgebracht. Ja. Tommy, erzähl mal kurz, was ist das denn? Das ist der The Academy of Magical Arts Award. In Hollywood gibt es das Magic Castle. Das ist direkt hinterm Dolby Theater, wo eben die Oscars verliehen werden. Das ist das Mekka der Zauberei. Und einmal im Jahr verleihen die eine Auszeichnung, den Stage Magician of the Year, also der beste Bühnenmagier des Jahres. Da werden immer ein paar Leute nominiert. Wir wurden nominiert als erstes Paar überhaupt aus Europa auch. Und waren vor ein paar Wochen in Hollywood und haben dann tatsächlich den Preis gewonnen. Und das ist halt eine wahnsinnige Ehre für uns. Also Copperfield, Siegfried Roy haben das früher schon bekommen und jetzt sind es eben wir. Und das ist der Original Award, ist ein echter Zauberstab, also mit dem kann man echt zaubern, muss man aufpassen, ja. Und ich muss ganz kurz schauen, wir kommen eigentlich gerade erst von der Verleihung zurück. Also ich bin so frisch, ich habe nur Dollar sogar im Portemonnaie, nur Dollar. Hier, ein Lottoticket, vielleicht eine Million, ich lasse das mal hier. Vielleicht hat das später noch mit... Wer weiß. Ja, vielleicht. Ihr seid Österreicher. Wo kommt ihr genau her? Wir kommen aus der Nähe von Wien. Tommy ist aber... Ich bin eigentlich... genau. Also, nee, ich bin in Österreich geboren, bin aber Deutscher. Genau. Weil meine Eltern kommen aus Deutschland. Und das freut uns halt jetzt irgendwie auch, weil wir... Ich meine, die letzten Jahre waren wir zwar auf Tour, aber immer auf Englisch, immer in Amerika, Australien, wo auch immer. Und jetzt halt endlich mal in der Heimat, zu Hause. In Österreich und in Deutschland. Das ist auch toll, mal so ein Pärchen hier aus Deutschland zu haben. Das ist wirklich toll. Vor allem du als Frau. Es gibt ja wirklich wenige Frauen, sage ich mal. In der Vergangenheit gab es wenige Frauen, die irgendwie als Magier unterwegs waren und damit auch erfolgreich waren. Wie ist es denn für dich jetzt so als eine der wenigen mal wieder im Scheinwerferlicht zu sein? Also ich finde, es ist schon eine riesengroße Ehre und man muss dazu sagen, also so vor 100 Jahren waren ja viele Frauen wirklich die Rockstars in der Magie. Mhm. Da gab es Frauen, die den Kugelfang gemacht haben, die Entfesselungen gemacht haben, also so richtiger Stunts eigentlich für damals und auch natürlich, wo so Richtung Mentalmagie ging, also alles, was so ein bisschen übernatürlich war. Und es war dann so ein bisschen so eine Pause, glaube ich, so in Mitte 21. Jahrhundert, wo dann viele Frauen eher als Assistentinnen fungiert haben, wobei es tolle, tolle Assistentinnen gibt und das auch ein sehr, sehr wichtiger Job ist, finde ich. Und ich bin jetzt irgendwie so auch dabei, das neue Zeitalter, glaube ich, mit einzuläuten. Die Magie ist einfach modern. Es ist nicht mehr der Magier im Glitzerkostüm mit seiner bezaubernden Assistentin. Es ist einfach, auch wenn man diesen Film gesehen hat, Now You See Me, die Unfassbar, das ist auch irgendwie so, finde ich, ein Einläuten von einer neuen Zauberkunst. Und das finde ich schön. Das ist auch wirklich, man muss ja auch echt sagen, es ist schön, dass Amelie ein Teil davon ist, weil sie ist ja nicht nur, sie ist ja wirklich keine Assistentin. Wir stehen gleichberechtigt auf der Bühne. Und wie wir am Broadway gespielt haben, waren auch alle sehr interessiert, weil es die erste Headlinerin seit Jahren am Broadway war. Und man hört schon im Hintergrund unseren Manager. Ich kann gerade sagen, wir zeigen ihn mal, euren Manager. Komm mal her, Kuni. Kuni!
Ja. Hast du dich ertappt gefühlt jetzt? Das ist. Hallo? Nein, nicht reinbeißen. Das ist Mr. Koni Hundini. Ja. Unser Tourbegleiter seit einigen Monaten. Er ist benannt nach Houdini, dem Entfesselungskünstler, ja. Wobei er mehr ein Fesselungskünstler ist. Ja. Ja. Er fesselt die Leute und er fesselt sich selber mit der Leine gerne. Jetzt erzählt doch mal kurz, ihr macht das jetzt seit 6, 7 Jahren, hattet ihr gesagt. Wie seid ihr dazu gekommen? Was hat euch dazu überhaupt bewegt, sowas zu machen? Gab es da einen ganz Zufall, irgendwie einen Zufallsmoment, wo ihr gemerkt habt, oh Gott, die weiß, was ich kann? Oder wie? Ja, wie wir uns halt getroffen haben zum ersten Mal, sind wir dann nach einer Zeit eigentlich draufgekommen, dass wir uns eigentlich schon viel länger kennen sollten. Weil wir haben irgendwie, unsere Wege haben uns zwar immer wieder gekreuzt, wir waren an gleichen Orten zum gleichen Moment, wir sind sogar im gleichen Krankenhaus geboren, haben uns aber eigentlich nie wirklich, ja, realisiert oder ins Auge gefasst und dann erst vor ein paar Jahren kennengelernt. Und da haben wir gesagt, es gibt so viele mehr oder weniger menschliche Phänomene, die jeder von uns schon mal erlebt hat, wie, keine Ahnung, du denkst jetzt über eine Person nach, die du schon lange nicht gesehen hast und auf einmal läutet das Telefon, ist genau die Person. Ne? Oder Pärchen, die länger zusammen sind oder auch Mutter-Kind, wo der eine denkt, dem geht's gerade nicht gut und dann ruft er an und es ist tatsächlich irgendwas. Und diese Phänomene wollen wir halt auf die Bühne bringen und noch einen Schritt weiter gehen und wirklich eben zeigen, zu was wir alle und auch besonders Mann, Frau imstande sind, wenn wir wirklich wollen. Und da wollen wir einfach den Leuten sozusagen einen Abend zeigen, sie rausholen aus dem Alltag, mal die Alltagssorgen vergessen und sich einfach staunen und wundern lassen und die Magie wirklich in deren Köpfen und Händen irgendwie fühlen. Ja. Ich glaube, das klappt sehr gut. Gibt es da irgendein Beispiel, an das du dich vielleicht auch erinnerst, wo du gemerkt hast, ich weiß jetzt, was der gerade in der Hand hat, obwohl wir nur telefonieren oder irgendwie sowas? Ja, das gab es natürlich bei Tommy und mir. Wenn man sich sehr viel mit dem Thema auseinandersetzt, dann kommen irgendwann dann auch Situationen, wo man sich selber denkt, wow, das war jetzt gerade richtig magisch. Ja. So, obwohl ich eine Magierin bin, gibt es für mich auch sehr viele magische Momente, die ich mir nicht erklären kann. Aber ich finde es auch schön, wenn man nicht alles erklären kann. Und das Tolle ist auch in unserer Show, dass die Zuschauer einfach erleben direkt, jeder kann es erleben, die Magie in den Händen und Köpfen. Und somit kann jeder Teil davon werden. Das ist wirklich toll. Und vielleicht können wir mal hier kurz das Buch zeigen. Der Tommy hat nämlich ein Buch geschrieben, das ist die Zauberkunst. Willst du uns mal kurz was dazu erzählen? Genau, mich haben halt die Leute immer wieder gefragt, ne, wie kann man denn jetzt überhaupt zaubern lernen? Und ich habe damals mit einem kleinen Zauberbuch begonnen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, hey, ich schreibe doch selber mal ein Zauberbuch und habe eben 10 Kunststücke, meine ersten 10 Kunststücke sozusagen hier reingepackt, 10 Geschichten dazu geschrieben von meinem Beginn als Zauberkünstler und das eben so zum Nachmachen beschrieben. Und das ist sozusagen mein kleiner Einstieg für Leute, die mal selbst was lernen wollen oder selbst so einen kleinen Einblick haben wollen in die Magie. Ja. Hast du vielleicht oder habt ihr einen Vorschlag dafür? Wir würden nämlich 10 dieser Bücher verlosen hier noch. Habt ihr einen Vorschlag, was die Leute kommentieren müssen, damit sie so eins bekommen zum Beispiel? Naja, sie sollten am besten kommentieren, warum sie denn genau das Buch bekommen sollten. Ich glaube, wir haben 10 Bücher da, ne? Mhm. Und ich würde mal sagen, die 10 kreativsten Antworten kriegen doch gerne eins. Ihr habt's gehört. Sehr gut. Ja. Ihr werdet ein signiertes Buch bekommen von Tommy und Amelie, wenn ihr euch mal den besten Grund ausdenkt, warum ihr dieses Buch haben solltet. Seid kreativ und ja, kommentiert. Oder ein kleiner Tipp, in welcher Lebenssituation man denn am besten Magie einsetzen sollte. Das könnte auch gelten. Ne? Spannend, ja. Also nicht nur bei Datings oder bei irgendwelchen Liebessachen. Es gibt bestimmt auch andere Dinge, wo ich manchmal Magie wünscht. So, und ich würde sagen, wir verzaubern die Leute da draußen noch mal ein bisschen. Zeigt mir mal, was ihr noch könnt und stellt mich mal auf den Kopf. Ich bin jetzt sehr gespannt, ein bisschen aufgeregt. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir haben ja vorhin mit dem Würfel, das ist ja so 1 aus 6. Wir machen es ein bisschen komplizierter. Stehen wir dazu auf? Ja, gerne. Wir stehen mal kurz auf, gut. Dann wird es wirklich spannend. Aber hallo. Ich habe was dabei, wir tauschen wieder mal. Ich nehme Mikrofon, ja. Du nimmst die Augenbinde. Okay. Kontrollier mal, ob die blickdicht ist, ob hier keine Falltüren drin sind. Können Sie mal gegen die Kamera halten. Die sieht ganz normal schwarz aus. Dunkel. Dunkel, da ist nichts drin. Mal gegen deine Augen halten. Siehst du was durch? Nee, ist schwarz. Ich habe die Augen auf, aber sehe nichts. Perfekt. Kein Knopf in der Augenbinde, kein nix, nein, was auch immer. Flatscreen. Kein WLAN. Nein, auch nicht. Ich glaube nicht. Nein. Dann gibt es natürlich auch immer wieder die Theorie, sie hat was im Ohr. Irgendwer flüstert ihr was ein, deswegen kontrollier doch mal. Nein, das ist eine schöne Perle als Ohrring, aber da ist nichts. Ohr. Im anderen vielleicht? Im anderen vielleicht.
Auch nicht, verdammt. Auch, man nein. Keine Antennen, nee. Die rauskommen. Nee. Soweit, so gut. Und ein paar Perlenohrringe. Amelie, wir tauschen mal kurz Platz. Ja? Ich gebe dir das Mikrofon. Ja. Ich verbinde mal Amelie kurz die Augen. Okay. Wir haben hier auch im Studio keine Spiegel oder. Wir können mal zeigen, da sind jetzt keine Spiegel, da sind keine Fernsehmonitore, da ist eigentlich nichts. Nur wir. Und jetzt brauche ich dich. Wir wollen ja es wirklich kompliziert machen. Wir wollen es sozusagen eins aus einer Million machen. Ja. Und da habe ich gesagt, nimm doch mal deine Handtasche mit. Nimm mal die Handtasche her, falls sie unser Koni noch nicht schon ganz ausgeräumt nein, hat. Da ist noch was drin. Und nimm einfach mal irgendwas raus. Zwei, drei Sachen, völlig egal, sag aber nicht, was es ist. Gut. Also, wir nehmen mal das, passt schon. Ja? Ich habe hier einen Gegenstand auf meiner Hand. Mhm. Amelie, was ist denn das? Es ist ein Gegenstand, der etwas schwerer ist. Man kann den öffnen. Das ist irgendwas Papier, Wörter, Seiten. Das müsste ein Buch sein. Stimmt, oder? Ja, es stimmt. Das ist ein Buch. Kann ich mir eingefallen tun und zu irgendeiner Seite gehen? Sag einfach Stopp. Ich würde mal gerne was ausprobieren. Ich glaube, du hast gestoppt auf der Seite 100, warte mal, 100, es war über 100, ne? 136, kommt das hin? Stimmt das? Unglaublich. Ja, das ist richtig. 136. Da sind, wie viele Seiten drin? Da sind, ja, Koni. Viele. 372. Fast 400 stimmt. Seiten. Das stimmt. Und unglaublich. Aber geh noch weiter. Ja. Nimm ruhig noch was raus. Vielleicht was in meine Handfläche passt. Ja. Das nehmen wir ein bisschen später vielleicht. Das hier? Ja, okay, jetzt das. Das ist ein Handy. Farbe? Schwarz. Marke? Alter. Anbieter? Das müsste T-Mobile sein. In Deutschland Telekom, stimmt das? Ja, ist doch nicht wahr. Das danke ich. Unglaublich. Okay. Kann ich mal sagen, wer mir gerade geschrieben hat? Das ist, glaube ich, geil. Okay, ich glaube, du hast noch einen Gegenstand genommen, Tommy. Das ist irgendwas aus Plastik, oder? Ja. Sind das Taschentücher? Jetzt stimmt, Taschentücher, oder? Ja. Und wenn du die vielleicht rausnehmen magst, vielleicht kann man es von außen irgendwie fühlen, sehen, das müssen fünf Stück noch sein. Oh, schau mal. Eins, ja. Zwei, drei, vier, fünf. Fünf stimmt Taschentücher. Auch genau richtig. Sollen wir noch schauen, was noch? Ich leg dir einfach mal so rein. Du wolltest mir das geben, ja? Ja, sehr gerne. Oh, das ist etwas schwerer. Da ist was drin. Mehrere kleine Dinge. Das müsste eine Brieftasche sein. Geldbeutel. Richtig, ja. Nimm mal irgendwas raus. Da ist ja einiges drin. Wieder nicht sagen, was es ist. Ja? Okay, vielleicht das. Du hast was rausgenommen. Das ist ein Ausweis. Ja, schön. Sehr gut, ja. Also pass auf, stimmt. Ist ja, da ist eine Nummer oben. Ausweisnummer. Die letzten vier Zahlen. Ah, okay. Ja, die letzten vier, das ist die 0017. Stimmt das auch? Ja, und ich habe ihr diesen Ausweis vorher nicht gezeigt, natürlich. Aber ich bin unglaublich. Also wir gehen noch einen Schritt weiter. Ja. Ich sehe, du hast ein paar Geldscheine in deiner Geldbörse. Ja, nimm mal einen von den Geldscheinen raus. Gut. Nimm mal den doch. Mal meine Hand legen. Die Geldbörse zurück. Mhm. Da ist schon ein Geldschein auf der Hand und ich glaube, du hast dich für 20 Euro entschieden. Stimmt das? Das ist richtig. Also wir machen noch das Unmögliche. Du weißt ja, so ein Geldschein, der hat eine Seriennummer, mhm. gibt es nur ein einziges Mal auf der Welt. Und genau die möchte ich jetzt von Amelie wissen. Wenn das stimmt, ja. sehen sie alle zu Hause auch. Seht sie gut, ne? Da ist sie. Okay. Also ich glaube, die erste Zahl ist eine 7. Ja. Danach kommt eine 4. Ja, richtig. Eine 6. Mhm. Eine 1. Ja. Und die letzten vier Zahlen, da ist eine 7. Mhm. Die nächste Zahl müsste eine 9 sein. Ja. Und jetzt sind noch zwei Zahlen übrig. Richtig. Gut, es stimmt alles, ja? Die letzten zwei. Eine 3. Ja. Und eine 9. Stimmt das? Dein Schein. Ihr habt es selbst gesehen. Es ist vor allem, muss ich einmal dazu sagen, ich hatte heute Morgen keinen Schein dabei und habe mir extra noch einen von unserer Kollegin geliehen. Und den darf man jetzt behalten? Den, ja. Man kann es ja mal aber probieren. Ich hatte den halt noch nicht mal irgendwie extra dabei, damit die vorher hätten schauen können. Hier, du hast es ganz genau richtig gemacht. Machst du dir denn manchmal selbst Angst? Das muss ich jetzt mal fragen. Nein, also es ist so privat, bin ich, glaube ich, ganz, ganz normal. Auf der Bühne gebe ich dann 200%. Und, mhm. ja. Und dann abschalten im Privatleben, ist das schwierig? Es klappt eigentlich meistens ganz gut. Wir lieben das, was wir machen. Also natürlich reden wir privat auch viel über unseren Job ja. und über Ideen, weil es schwirren ja dauernd Ideen in unseren Köpfen rum.
Aber sonst klappt es ganz gut. Einfach raus in die Natur und mit unserem Hund spazieren. Dann passt es. Ich glaube auch, dass der Kleine da euch gut hilft, wo auch immer er gerade ist. Schön. Ja, sehr gerne. Welche Seite hattest du? 136, ich notiere mir mal nur die 36, aber vielleicht komme ich auch darauf zurück. Ach Gott. Wer weiß, ja. Schon wieder unglaublich. Ihr geht auch auf Tour, ist das richtig? Genau. Ja, genau. Ab Herbst sind wir auf großer Deutschland-Tournee. Ich sehe hier, ich will das mal ganz genau Viele Termine, ja. Genau, und zwar sind sie sogar im Oktober, am 27.10. hier sogar in Berlin. Ja, Theater am Potsdamer Platz. Ja, sehr cool. Groß vor allem. Dann in Nürnberg, in Leipzig vorher noch, in Essen, in Stuttgart, Hannover, Frankfurt, Hamburg und Bremen. Können Sie wahrscheinlich alles auch online sehen, richtig? Genau, gibt es alles online. Einfach googeln Tommy Ten Amelie, Tommy Amelie oder auf Facebook. Gibt es alles. Ja, und dann im Herbst 10 Termine und dann im Frühling einmal nochmal quer durch Deutschland in eigentlich alle Städte. Und wir freuen uns auf jeden, der kommt. Wird eine schöne Show. Und wir freuen uns auch, dass wirklich schon angenommen wird, dass halt wirklich Leute schon viele Tickets weg sind. Mhm. Also am besten rasch Tickets sichern. Ja. Auf jeden Fall, unglaublich. Vielleicht gibt es ja auch noch Fragen von außerhalb. Also wenn ihr Fragen habt, einfach an uns melden. Sonst kommen wir noch drauf zurück. Wir haben da auch noch. Ihr habt noch ein bisschen was dabei, ne? Worum geht's noch? Ich bin jetzt richtig heiß drauf, muss ich zugeben. Nee, ich hätte eine Frage an dich. Wir können ja mal kurz umdrehen. Ja. Amelie, du hast das immer, du hast Schuhe sehr gerne, ne? Und ich sehe, du hast vorher schon ein bisschen auf ihre Schuhe geschaut. Ich mag deine Boots. Also ich liebe diese Boots. Ja. Wie viele Paar Schuhe hast du denn? Jetzt wird's spannend. Boah, ich muss glaube, ich würde lügen, aber ich glaube, es sind so um die 50. 50? Um die 50? Ja. Bleiben wir bei 50. Dann notiere ich mir die 50 auch nochmal kurz. Hier so. Ja, dann. Und dann frage ich vielleicht mal kurz so an alle, die jetzt zuschauen. Überlegt euch doch mal, stellt euch doch mal vor, spontan. Intuitiv eine Nummer zwischen 1 und 69 und tipp die mal rein. Und unser grandioser Kameramann, vielleicht kommen da so ein paar Nummern. Du darfst jetzt mal intuitiv eine aussuchen, wenn du eine siehst und uns dann einfach sagen, ja, kommt schon was durch? Die ersten tippen, okay, wir überlegen. Kommentiert, Freunde. Und in der Zwischenzeit würde ich dich bitten, vielleicht stimmt das ja überein, mal, was ist denn deine Lieblingszahl zwischen 1 und 30? 22. Ja, das stimmt, 22. Ist echt, richtig? Ja, das ist recht. Super. Da kriege ich mir auch kurz hier die 22. So, jetzt kommen die Nummern, die ersten. Und du darfst jetzt eine aussuchen. Wir warten noch mal einen Moment, ne? Wir willst Auswahlmöglichkeit haben. Nicht, dass hier heißt, man weiß ja nicht. Und weil die Leute, die fragen uns ja auch immer wieder so Sachen. Ja? Und wir kommen gleich auf unsere wichtigste Frage. Hast du schon eine ausgewählt? Ich habe mir jetzt gerade eine ausgewählt. Welche ist denn das? Soll ich sagen? Ja. Die 29. Die 29? Ja, super. Haben wir auch noch nicht. Und du darfst dir sogar noch eine zweite auswählen. Schau, wie toll ich das kann hier. Was kommt noch für eine Zahl? Dann würde ich noch die 17 nehmen. Die 17. Weil es ist so, ne? Wir haben während der Show, sind ein paar Sachen passiert, wir hatten das mit dem Würfel, da war die Nummer 2 dabei, wir hatten das Buch mit der 136, da war die 36. Ja. Wir haben dich gefragt, wie viele Paar Schuhe du hast, das waren um die 50. Und wir haben die Zuschauer daheim ein paar Fragen gefragt. Aber falls du dich erinnerst, ganz am Beginn von unserem Interview, es liegt genau vor dir meine Geldbörse, mein Portemonnaie, wir können es nochmal filmen. Wir kommen ja eigentlich direkt aus Amerika. Darf ich dir das mal kurz überreichen, Amelie? Und ich habe gesagt, es sind auch nur wirklich eigentlich hier Dollar drin. Und hier schaut er noch raus, kannst du den mal kurz rausziehen, mein Lottoschein. Ja. Und tu mir mal Gefallen, falte den mal zum ersten Mal auf. Mhm. Und ich möchte noch gar nicht alle herzeigen, aber lies mal die erste Zahl vor, die wir immer spielen. Die große hier? Genau, die, also beide. 02. Die 02. Wenn ihr euch erinnert, du hast doch vorher ganz am Anfang die 2 gewürfelt. Ja. Was ist denn der nächste Zahl, die wir spielen? Die 22. Die 22, ich glaube. Lieblingszahl. Deine Lieblingszahl. Was kommt denn danach? Die 29. Die 29, die hast du dir auswählen dürfen von allen Kommentaren. Unglaublich. Danach kommt die? 36. Die 36, du hast im Buch die 136 aufgewählt. Wie viele Paar Schuhe hast du nochmal? Um die 50. Was steht hier oh geschrieben? Oh Gott, die 50. Und zuletzt, du hast dir irgendeine Zahl nochmal ausgewählt. Welche Zahl war das? Die 17. Die 17. Und im amerikanischen Lotto gibt es immer den Powerball. Und was ist der Powerball? Wir hätten alles richtig. Die 17. Und kleines Souvenir. Ja, vielen Dank. Das werde ich auf jeden Fall behalten. Das ist doch, also,
Ich bin völlig überfordert. Was fragen euch die Leute nach so einer Show? Fragen sie euch, wie macht ihr das? Was fragen sie euch? Mich fragt sich natürlich nur, wie funktioniert das? Aber das will ja keiner verraten, das verstehe ich. Welche Fragen kommen noch? Ja, oft kommen die Leute vorher halt in die Show und sie wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Mhm. Ne? Oder sie haben zwar ein bisschen was gesehen, aber können sich noch immer nicht so ganz vorstellen. Aber wenn sie dann meistens in der Show waren, ist halt das Schönste auch für uns, wenn sie happy mit großen Augen rauskommen, Spaß dabei hatten, sich einfach drüber freuen und einmal sozusagen einen Abend abschalten konnten und dann im besten Fall noch Stunden oder Tage drüber grübeln und rätseln können. Es kommen ja hin und wieder noch Leute her, eben mit einem Geldschein und sagen, den habe ich jetzt schon seit 3 Jahren. Jetzt Powerball. Ich habe mich wieder wie ein Kind gefühlt. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Man kann sich ja heutzutage alles erklären. Ne? Man googelt, wenn man was nicht weiß, googelt man es, dann weiß man es. Und in unserer Show gibt es halt doch manche Sachen, die man sich nicht gleich erklären kann. Und das ist schön für uns. Ja, Sandra ist auch schon Fan. Sandra super. Ist Fan. Wie gesagt, ihr müsst... Danke, Sandra. Ja, kommentiert da unten nochmal eure Gründe, warum ihr dieses tolle Buch von Tommy bekommen solltet. Wir verschicken das an euch und dann könnt ihr euch da selbst mal ein paar Zaubertricks raussuchen. Ich bin sehr, sehr glücklich, euch beide hier gehabt zu haben. Vielen Dank. Ich hoffe, ich war ein gutes Opfer. Perfekt. Also Opfer nenne ich es nicht so gerne, aber es hat sehr Spaß gemacht mit dir. Ja, danke euch und danke euch fürs Zuschauen. Die beiden sind jetzt noch unterwegs und bald geht's auch schon wieder nach Amerika, richtig? Genau, jetzt geht's nach Amerika. Geht's wieder los. Und dann ab Herbst sind wir auf großer Deutschlandtour. Da sehen wir uns alle. Wir freuen uns. So ist es. Überall. Kommt hin, wir holen uns alle Tickets und dann treffen wir uns alle da. Vielen Dank. Genau, das Buch, wie gesagt, 10 Stück werden wir verlosen. Ihr müsst kommentieren euren Grund, warum ihr dieses Buch haben wollt und was ihr von Zauberei eigentlich so haltet, von Magie, von Mentalmagie. Ich hoffe, ihr seid auch verzaubert worden, so wie ich jetzt gerade. Ich muss da noch ein bisschen drüber grübeln, was hier gerade passiert ist. Vielen Dank euch. Tschüss. Danke euch. Tschüss.